Wenn ein Abgeordneter den Deutschen Bundestag verlässt, dann kommt ein neuer Abgeordneter oder eine neue Abgeordnete zu uns. Das ist die Kollegin Heike Heubach aus Bayern, die sich sehr fachlich verdient gemacht hat. Und wir werden schauen, dass diese Fachlichkeit sich auch in ihrer Arbeit hier im Deutschen Bundestag bemerkbar macht, nämlich im Bereich Bauen und Wohnen. Frau Heubach wird Hilfe brauchen, aber dies bedeutet Hilfe, weil sie die erste gehörlose Abgeordnete ist. Und ich bin der Bundestagsverwaltung sehr dankbar, auch den Medien, die bereits mit ihr heute schon Gespräche geführt haben, sich auf diese besondere neue Situation auch einzulassen.